Der Winter ist zurück, die Olympischen Winterspiele vorbei. Wer trotzdem immer noch nicht genug vom Schnee- und Wintersport bekommen kann, so wie unser Reporter Peter Kollmann-Jehle, den nehmen wir jetzt einfach mit in den Südschwarzwald. Genauer gesagt ins Ferienland. Ja, so viel Winter, da kriegt man richtig Lust auf Aktivität. Auf sportliche, Hang runter oder in die Loipe. Ich glaube, davon gibt es hier eine Menge. Und die schauen wir uns hier im Südschwarzwald im Ferienland mal genauer an. Gut. Über 200 Kilometer Loipe finden sich, egal ob klassisch oder Skating. Panorama oder Profistrecke, die idealen Bedingungen laden zur ein oder anderen Runde ein. Selbst bei mir wird da der innere Langlaufcoach geweckt, obwohl ich sonst eher passiv vor dem Fernseher unterwegs bin. Hopp, 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 auf geht's, sieht gut aus! Super! Noch 20! Ja, liebe Zuschauer, Profis sind da nicht nur unterwegs, sondern auch die, die einfach nur Spaß hier am Schnee und am Langlaufsport haben. Und den haben wir heute hier auch. Naja, das überlässt man am besten den Profis, wie beispielsweise den nordischen Kombinierern, die sich hier demnächst auf die Strecke begeben. Ja, so ruhig wie jetzt geht's hier am Wittenbachstadion übrigens nicht immer zu. Nein, denn wo jetzt gerade hier noch der Schnee zu sehen ist, da wird spätestens Ende März, wenn das Weltcup-Finale der nordischen Kombination ansteht, hier der Kampf um den Schwarzwaldpokal, spätestens dann ist hier richtig die Hölle los. Und eins muss man auch sagen, hier ist ein wunderschöner Einstiegspunkt in die rund 200 Kilometer Loipe, die einen hier im Ferienland erwarten. Vielleicht wäre eine Runde mit den Schneeschuhen ja eher etwas für mich. Auch hier findet man in den Gemeinden Schonach, Schönwald, Furtwangen und St. Georgen, dem Ferienland, tolle Wanderrouten. Raus aus der Loipe, jetzt geht es den Hang hinunter. Das liegt mir persönlich ein bisschen mehr. Und hier im Ferienland, in Schönwald zum Beispiel, habe ich den Lift gefunden und den passenden Hang, um der Leidenschaft auch nachzugehen. Und los geht's. Zehn Lifte findet man übrigens hier im Ferienland. Und wer neu auf den Brettern oder dem Brett ist, Kurse gibt es auch. Vielleicht sollte ich meine Kenntnisse auch mal wieder etwas auffrischen. Ja, das war's auch schon mit unserem kleinen Ausflug hier ins Ferienland Südschwarzwald in den Schnee. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht haben Sie jetzt richtig Lust gekriegt auf Abfahrt, auf Langlauf, auf Winter hier im Schwarzwald.